So, jetzt schauen wir mal den Shimano Revo Shift Easy Gear Changing auf und nehmen einen Zugwechsel vor. Kommen wir mit, das schauen wir uns an. Und zwar halt hier, damit ihr nämlich seht, wenn mir was runterfällt, dass es gnadenlos verloren ist. In diesem Keller. Aber jetzt sind so schöne kleine Schrauben hier drin. Die Schraube hier zum Beispiel. Da seht ihr das. Zack. Jetzt gut die Hand runterhalten. Der weg ist weg und pumpt nicht mehr. Da. Am besten auf ein weißes Tuch legen und nicht auf eine dreckige Werkbank. Da wisst ihr Bescheid. So. Eine Schraube haben wir. Dann ist hier irgendwo noch eine zweite drin. Oder war das nur die eine bei dem? Ach, Revo Shift war anheben. Nee, das war genau, das war mit rausklicken. Also anheben und einfach rausklicken. Revo Shift. Hier, das kleine Teil dürft ihr hier nicht verlieren, was hier drin steckt. Das ist nämlich beweglich. Eigentlich, hier ist es festgefettet. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Ja, hier mache ich auch noch ein bisschen Fett rein. Das ist alles nur ein Plastikschaltwerk, ne? Alles nur so eine Plastikverzahnung. Da ist nichts mehr Metall, außer eine kleine Klammer, die da drin ist. So, aber es geht relativ simpel. Man muss nur eine Schraube aufmachen. Das war, ich weiß nicht, war bei SRAM oder so, wo man so zwei oder drei Schrauben aufmachen musste oder Nexus. Gucken, ob das Einstellschraube funktioniert. Die funktioniert wunderbar. Wenn man es einmal aufhat, dann guckt man das natürlich sich gleich an. Joa, jetzt kommt hier ein neuer Zug rein und. Da kommt er raus. Da ziehen wir durch. Und dann hier, da durch. Okay. Dann einfach ziehen. Tada. Fertig. Und jetzt? Diese Teile hier wieder rein. Einmal aufklicken. Und jetzt ist es wieder fest. Und dann hier wieder festschrauben. Da. Tut euch selber einen Gefallen, nehmt einen wirklich guten kleinen Schraubenzieher, weil wenn die einmal rund ist hier, die Schraube, weil die ist nicht sehr gut und manchmal sind die wirklich auch so ein bisschen festgerottet und ihr dreht einmal durch, den Schalter halt eigentlich, könnt ihr die Kappe nur noch abbrechen und eigentlich den Schalter halt wegwerfen, wenn das nicht mehr zu machen. Also ihr Revo Shift hier, da haben wir jetzt den Zug hier gewechselt und ich hoffe auch mit dem Video konntet ihr da ein bisschen was anfangen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis dann. Ciao.